Guten Morgen, hier von der Finca Penita. Ich rede extra noch ein bisschen leiser, weil meine Mitreisenden noch am Schlafen sind. Es ist ganz früh morgens, sind mit die schönsten Stunden hier auf so einer Finca. Habt ihr den Hahn gehört? Also eigentlich hört man hier fast nichts, nur ein bisschen Ökolärm. Als Ökolärm bezeichnen wir von Finca Yorca immer genau jene Geräuschkulisse, die typisch ist für ein landwirtschaftlich geprägtes Finca-Anwesen auf Mallorca. Jetzt ist die Sonne endgültig aufgegangen. Herrlich ist das. Guckt mal, wie das Licht hier auf die Fassade der Finca fällt. Und ich gehe mal etwas weiter weg, um euch nämlich eines zu zeigen. Ah nee, mehreres. Zum einen nämlich, mitunter befindet sich Pferdekoppel oder der Bereich für Esel direkt neben dem Haus. Das Pferd steht hier jetzt zwar gerade nicht drauf, das steht da hinten. Zeige ich euch gleich noch. Und guckt mal, hier haben wir den Geflügelbereich. Also auch ziemlich nah am Haus. Und hier nimmt man noch etwas wahr. Hört mal genau hin. Also, mit Ökolärm sind nicht immer nur genau die Tiergeräusche gemeint, die auf der jeweiligen, auf der eigenen Finca zu hören sind, also von der Tiersippe, die dort lebt, sondern dazu zählen auch die Tiergeräusche des Nachbarn. Und das kann dann natürlich auch mal ein Hundegebell, ein krähender Hahn oder ähnliches sein. Besonders beliebt ist bei Mallorquinern das Halten von Federvieh. Sie haben Enten und Gänse, aber auch und vor allem natürlich Hühner. Und wenn auch Sie auf Ihrer Urlaubsfinca ein paar Hühner haben oder der Nachbar, fragen Sie einfach mal, ob Sie ein paar Eier bekommen können. Ich garantiere Ihnen, das sind die leckersten der Welt. Ja, aber das vermutlich berühmteste Finca-Tier ist sicherlich das Schaf. Und von vielen unserer Finca-Kunden weiß ich, dass es gerade die Schafsglocken sind, die Sie so sehr mit Finca-Urlaub verknüpfen. Hört ihr das? Das ist interessant. Das ist definitiv kein Ökolärm, sondern ein Flieger. Und das, obwohl ich mich in quasi maximalst möglicher Entfernung zum Flughafen befinde. Der ist also hier rund 60 Kilometer weg. Aber dass man selbst hier noch Fluggeräusche wahrnimmt, ist letztlich natürlich normal. Denn der hiesige Flughafen ist nun mal ein Inselflughafen und er kann ja gar nicht weiter weg sein, als die Grenzen der Insel es selbst zulassen. Und das bedeutet natürlich, dass der von uns so geliebte Ökolärm gestört werden kann. Leider. So, ihr seht es, ich bin jetzt wieder am Flughafen von Palma de Mallorca angekommen und werde gleich mit meinem Rückflug nach Deutschland dafür sorgen, dass Fluglärm hier über der Insel entsteht. Ist so. Besonders traurig bin ich jetzt aber, dass ich den Ökolärm hier auf der Finca zurücklassen muss. Beziehungsweise eigentlich ist das genau richtig so. Der soll schön hier bleiben, denn dann habe ich einen Grund, wieder zurückzukommen auf eine Finca und den Ökolärm zu genießen. Macht's gut. Tschüss. Finca Yorca. Urlaub dir was.